Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Was geht ab, meine lieben Freunde? Es ist der 9.12. um 10 Uhr, gerade in Los Angeles. Wenn ihr das Video seht, habe ich Geburtstag. 10.12. Ich werde 26 Jahre alt. Ich bin jetzt seit 30 näher als der 20. Ich werde langsam alt. Aber so ist das nun mal. Aber es ist ein besonderer Vlog, weil ich habe noch nie einen Geburtstagsvlog aufgenommen und ich war auch noch nie in Vegas. Wir werden meinen Geburtstag in Vegas feiern. Wir fahren jetzt rüber mit einem Auto, 4 Stunden. Und ist einfach sehr geil, denke ich mal, so seinen Geburtstag in Vegas zu feiern. Ich nehme euch so ein bisschen mit den ganzen Tag. Wir gehen in ein In-Tournament-Turnier. Lakers gegen Indiana Pacers. Indiana Pacers. Da ist das Finale heute, da haben wir Tickets. Wir werden wahrscheinlich lecker essen gehen. Es ist noch unklar, entweder wollen wir ins Nusret, das soll da sehr gut sein, oder in das Gordon Ramsay Restaurant, einer der bekanntesten Köche der Welt. Wir sind noch ein bisschen unklar, was wir machen. Und abends gehen wir in die Stadt und werden so ein bisschen das Nachtleben von Vegas und angucken oder halt ein bisschen Spaß haben. Wir müssen mal gucken, was wir da genau machen. Ich glaube, die anderen machen da auch noch einen Vlog. Ich nehme euch wie gesagt mit. Lasst gerne ein Like da. Vielen Dank für den krassen Support dieses Jahr und auch den Support über die Videos hier. Also es ist krass, jedes Video hat 2, 3, 4, 500.000 Klicks. Geht wirklich sehr, sehr ab. Das freut uns natürlich. Wir werden das jedes Jahr, denke ich, einmal mindestens machen, dass wir so einen Urlaub zusammen machen. Wir fahren jetzt wie gesagt rüber. Ich nehme euch mit und lasst ein Like da, Abo da lassen. Was machen wir zum Geburtstag? 26 bin ich geworden. 26.000 Likes ist aber lacherhaft. Nein. 260 ist zu viel. Ja. Wir machen 97. Geht nicht. Das arme Mann. Egal, komm, 97.000 Likes. Ja, 97, Leute, macht voll für Jelzin. 97.000 Likes, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir gehen jetzt nach Vegas. Okay, meine lieben Freunde, es geht los, der Familienausflug. Vegas, Baby, Birthday Trip. Wir fahren jetzt nach Vegas, Eligello übernimmt die erste Fahrt. Wie lange fahren wir? 4 Stunden? Mhm. Ich fahr 2, du fährst 2? Jo. Melina, Fritte, Roach, Eldon, Musti. Wir fahren jetzt los. Ihr seht ein paar Ausschnitte. Ja, Vegas Birthday Trip, oder? Wie im Film. Schön. Das ist wirklich lustig. Aber kann sein, dass Welpe zerstört wird, ne? Also, kleiner Boxenstopp. Wir müssen tanken. Wir wissen nicht ganz genau. Ich saß, guck mal, wir haben hier angehalten. Und 5 Minuten saßen wir immer im Auto, weil keiner rausgehen will und tanken will. Ja, weil ich weiß, wie das geht. Ja, keiner weiß, wie es geht. Regular plus Supreme. Ey, mach einfach Regular. Ja, gut. Gut. Aber machen wir erstmal den Tankdeckel auf, da steht ja, was man tanken muss. Ja, da steht Premium Fuel. Premium. Was davon ist Premium? Supreme Plus oder Regular? Gib mir den Pin. So, kleiner Zwischenstopp. Taco Bell. Ich war noch nie Taco Bell. Gesundeste, was man jetzt noch machen kann. So, das Ding ist over. Es ist zu kracht. Übertrieben kalt, ich schwöre. Komm, wir sind einfach verwirrt gewesen. Es war ein falscher Eingang. Hier ist der richtige Eingang. So, wir sind bei Taco Bell. Ich war hier noch nie, ne? Es, ja. Hier gibt's so Tacos. Kannst du Tacos bestellen? Ich weiß aber nicht, ob es so lecker ist. Robert meinte, es ist Quatscherladen, ne? Ja, ich mag es gar nicht hier. Ne? Komm, also. Besser als jetzt ein Burger. Ist overrated. Also. Der Käse ist nicht geschmolzen. Die hauen dir einfach nur so Käse hier rauf. Verwirrt, was ist denn das? Achso, ja. Also, kleines Fazit. Die Quesadillas sind besser, finde ich. Aber Taco Bell an sich ein bisschen, ja. Geht so. Gebe ich eine 6, oder? Eine 6 ist noch gut, Digga. Aber das hier ist wirklich gut. Das geht nicht. Oder hast du gerade gefilmt? Ja. Also, wir sind jetzt ungefähr 1,5 Stunden unterwegs. Wir waren ganz oft, also wir haben 2 Mal angehalten wegen Sydney, weil der Puller und kacken musste und essen. Wir sind jetzt seit 1,5 Stunden unterwegs. Man merkt schon, du fährst jetzt schon so in die Wüste. Man sieht es, ja, glaube ich, hier. Es sieht schon so nach Wüste aus. Es ist auch übertrieben windig. Das Auto ist immer so, man merkt es voll so. Und man hat die ganze Zeit so einen Ohrendruck. Ich weiß nicht, wie es bei euch auch? Ja. Ist richtig hart. Geht es denn weiter nach unten? Also ist Los Angeles höher oder niedriger als Las Vegas? Nevada.
essen? Wir wollen kein Licht essen. Millionär oder obdachlos, meine lieben Freunde. Heute ist es an der Zeit. Millionär oder obdachlos. Zwei Optionen. Zwei Optionen. Es entscheidet über meine Zukunft, dieser heutige Tag hier. Ne? Nein, so, wir kommen in Vegas. Digga, was sind das für heute hier rechts? So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt im Hotelzimmer angekommen. Mir geht es leider nicht so gut. Ich habe, ich habe krasse Kopfschmerzen und Schnupfen und Husten. Ja, Erkältung, so eine leichte Erkältung. Wir treffen uns jetzt unten gleich. Ich glaube, dann gehen wir zum Spiel. NBA in Tournament Finals. Ich glaube, dann ist es so 19:30. Ich meine, dass wir dann was essen gehen. Dann habe ich und Sydney, wenn das, also Sydney und ich, wenn es so ist, wie wir denken, haben wir einen Tisch reserviert, also clubtechnisch was reserviert. Und da werden wir dann so sozusagen meinen Geburtstag reinfeiern. Und morgen bleiben wir dann auch noch während meinem Geburtstag in Vegas und gucken uns so ein bisschen die Stadt an. Wir nehmen euch so ein bisschen mit. Ja. Guckt euch an, wie das aussieht. Hier ist nicht mal ein Filter drauf, ne? Ist das krank. Völlig verrückt. Wir fahren jetzt ins Stadion, dann was essen und ich nehme euch mit. Boah, aber das sieht schon sehr geil aus. In Nevada, hä? Von dem Dorf? Nee, nach Vegas, baby. Von der Strada nach Las Vegas. Ehrlich. And what is the crazy story? Do you hear since you are here? What, man, you know what, man? Every time I hear that, it's like my mind go blank, man. It's like, what might be crazy for some, I'm probably desensitized to it, and it might not seem crazy to me. You know what I mean? Yeah, but you got a 1% today, chance. Today, I want to be a millionaire. Yeah. Today, I could get. Yeah. Guck mal, wie geil das hier so schon aussieht, wenn du hier so durchfährst. Das war der alte Eli Geno. Das war 3 Jahre her. Da war ich wirklich voll breit. Und da hätte ich Angst, gegen dich zu kämpfen. Mhm. Ui, zack. Aber damals kein Gotti. Kein Gotti. Top 200, aber kein Gotti. Und dieser Typ hat mehr Earnings. Na wohl, er hat sich für mehr Offline-Events auf jeden Fall qualifiziert als ihr beide. Nein. Nein? Nein, ich glaube nicht. Ich war Champions Cup und 2 Fuji. Ich auch, aber es war halt nicht offline. Ja, davon rede ich doch. Online. Ja, aber was soll ich machen? Ich habe mich qualifiziert. So, wir kommen zu spät. Wir brauchen für 4 Kilometer einfach gerade schon 40 Minuten. Ich schwör's dir, Verkehr in Amerika bis jetzt komplett verwirrt. Aber da ist Bellagio. Alles wird gut. Alles wird gut, Mann. Der ist auch schon gebrochen. Bei mir ist es auch schon so weit, Digga. Der Abend hat noch nicht mal angefangen. Hier sind schon 2 Leute gebrochen. Okay, wir sind da. Das ist das Stadion. Ich weiß nicht, wie viele da reinpassen. 15, 16, 19? 19.000 passen hier rein. Jetzt sieht aber groß aus. Jetzt ist extrem groß sogar. 20.000 passen hier ungefähr rein. Nächster Eli Geller Cup wird hier sein. Eli Geller Cup 4. In Vegas. Und danach alles auf Rot. Ja. In Deutschland habe ich übrigens schon Geburtstag. Hier ist es 17 Uhr und in Deutschland hatte ich 15 Uhr Geburtstag. Und die ersten Nachrichten kommen voll, schon rein. Das ist voll komisch. Es ist das allererste Mal, dass ich meinen Geburtstag, also wo ich bei meinem Geburtstag nicht in Deutschland bin. Und das ist jetzt noch krasser wegen der Zeitverschiebung. Es ist nämlich 9 Stunden zurück. Ich hatte hier vor 2 Stunden in Deutschland Geburtstag. Ja, verrückt. Geil, geil, geil. Die holen sich gerade was zu essen. Sidney macht, glaube ich, einen Vlog darüber. Ich filme nur so ein bisschen. Und das Spiel geht gleich los und die lassen sich natürlich schlumpfen. Und holen sich noch mal was zu naschen. Ist das krass. Bruder, ey, warum klebt das so jetzt? Junge! Jetzt hol dir deine Pizza. Oh nein, die Sahne fährt alles runter. So, da sind wir bei unserem Plätze. Sehr geile Plätze. Das ist eine richtig große Halle. Oben auch. Man sieht gut, ne? Ja, man sieht sehr gut. Uns ist gerade aufgefallen, dass Sidney eine Brille braucht. Er kann nicht die Statistiken sehen. Ich habe ihm meine Brille gegeben und jetzt siehst du besser. Au! Sehr unten die Nummer nicht so gut.
Eigentlich hätten wir ja zahlen müssen, aber der Herr Botschafter von der NBA in Deutschland sitzt neben uns, haben uns die Tickets geklärt. Aber wie teuer wären die Tickets? Hier, wo wir sitzen, Oberrang $300. Unten, wo Musti und Eldor sitzen, $1,000 ein Ticket. Und guck mal, die Arena, das ist krank. Das ist wirklich ich habe mich nämlich gerade gefragt, wie viel so Kurzzeit heute kostet. Ich sag 15.000. 15k? Also erste Reihe. So, das waren ja auch wieder gut. Das ist jetzt so Pause, irgendwie Timeout und dann zeigen die so die Fans mit den... Was? Mayweather? Hey, on the big screen, say hi! Zeig Oh! Art and Shane! We got a bunch of Jefferson in the place to be! Alright, Vegas, thank you for punches! So, es ist jetzt Halbzeit, es ist ein spannendes Spiel, aber irgendwie andere Stimmung als sonst. Die spielen irgendwie keine Musik ab und es gibt nicht so wirklich Fans, also so random, ne? Neutraler Boden halt, ne? Neutraler Boden. Voll komisch. Also Stimmung ist das komischste Bullshit bis jetzt war, obwohl Finale ist. Kommt jetzt irgendeine Zaubershow und ich guck jetzt, was hier verwirrt ist. So, die geht da jetzt rein. Jetzt wird sie da nicht mehr drin sein. Okay. Die ist da drin, Check das. Wie hast du das gemacht, Mann? 2 Sekunden, er wird werfen. Digga, guckt euch mal meine Nase an. Wie entzündet ihr es? Eddie Jello leider krank, ne? Also ich merke das, ich habe Schnupfen und so. Deswegen ist gar nicht so gut. Hier habe ich schon voll die Entzündung schon. Aber ich sehe auch hier komplett fertig aus. Digga, die Leute sind hier so nett, ne? Ich laufe gerade durch die Gegend. Da sagt er zu mir, ich schwöre auf alles. Er sagt, man, you look so good, your style is fire. Thank you, man. Ich glaube, ich habe in 5 Jahren in Deutschland kein Kompliment bekommen. Das sieht so nah aus. Das ist so krass. Die Konstante, die hier mal reinkommt. Guck, jetzt 50 Gift-Tabs. Jetzt 50 Gift-Tabs dran. We have our first ever NBA. So, meine lieben Freunde, Spiel ist zu Ende. War eine richtig geile Erfahrung. Auch mit der Siegerehrung und so. Cool, diese ganzen Stars mal so zu sehen. Dann auch noch an meinem Geburtstag. Das ist immer was Besonderes, finde ich. War jetzt mein 4. Mal bei so einem Basketballspiel in Amerika. Ist wirklich immer geil. Ich habe die gerade verloren. Und die anderen. Wir gehen jetzt zu Nusret. Lecker essen und da nehme ich euch jetzt auch mit. So, no salt, no life. Ich glaube, das ist es. Und Nusret soll hier nicht so eine große Sache sein in Amerika. Ich glaube schon, es kommt, glaube ich. Soll hier irgendwie nicht so krass sein, also so beliebt irgendwie, haben wir gehört. Aber keine Ahnung. Die Steakhäuser, diese besten Steakhäuser, wo wir bis jetzt waren hier in Amerika, die sind meiner Meinung nach nicht wirklich besser als Nusret. So, ich zeige euch mal die Speisekarte und ich zeige euch mal das, was man hier wirklich meine Empfehlung. Beef Carpaccio ist richtig geil, Meat Sushi ist richtig geil, dieser Salat ist der beste Salat, den ich je gegessen habe. Und das hier, dieser Nusret Special, das ist richtig gut. Also ist teuer, ja, aber es ist wirklich sehr lecker. Und dieser Burger ist auch gut, dieser... War was? Nusret Wagyu Burger, der ist auch sehr lecker. So, ich habe mir jetzt hier Chai bestellt wegen Halsschmerzen. Ich hoffe, es wird besser. So, und das ist das beste Beef Carpaccio, was ich. Also, ich weiß nicht, wie es hier schmeckt, aber sonst bei Nusret fand ich, war das immer so geil. Die machen das jetzt gleich mit Senf und auch so mit Balsamico. Das ist so geil. Ja, Senf. Schmier da den Lachs ein. Ja, genau, schmier es ein. Und das ist der beste Salat, den ich je gegessen habe. Der Nusret Special Salad. Also, sag was zu den Vorspeisen. So, es gibt Carpaccio super. Salat auch super. Wie immer. Wie findest du es? Ich sag, du bist jetzt die Vorspeisen besser als alles, was wir gegessen haben in L.A. So, und das ist einer der geilsten Burger. Wir mögen Showtime, haha. Ey Leute, das Fleisch ist so geil. Die machen das in so einer heißen Butter. Und ich mag es. Ich liebe es. Das Fleisch sieht auch lecker aus. Hot Butter. Hot Butter. Yummy. Und jetzt rutscht es doch. Top, babe. Wuhu. Sorry Leute, ich bin so begeistert von der Show hier. Nicht so gut durch mit seinem Messer. Burger? Der Burger ist? Ich habe jetzt gerade so ein Stück von diesem Lamm gegessen.
Das war ja brutal. Hast auch schon Lamm, ja, ne? Nee. Das hier? Sagst du zum Lamm? Das hier? Ja. Boah. Das ist schon lecker, ne? Lamm? Geister, ich liebe Lamm. Das Lamm ist wirklich krass hier. Das ist auch super. So, Update. Ich schwör's dir. Nusret war das Beste, was wir hier in L.A. gegessen haben, fand ich. Was war besser als Nusret? Ich fand es mal gut. Vorspeisen waren gut, mein Burger war nicht gut fertig. Boah! Mein Burger war eine 7. Stabil. Also, ich gebe dem hier den Nusret-Besuch gewischt eine 9. Melina? Ich finde es nicht als Oberhammer lecker. Hier? Burger? Ja. Ich gebe Oberhammer 9. Ich gebe auch Oberhammer 9. Mein Lamm war geistkrank. Das war geistkrank lecker. Ich habe auch nicht bestellt. Ich habe nur einen Burger bestellt. Echt jetzt? Oh, mein Gott, war doch lecker. Das war wirklich krass lecker. So, Rechnung, $932. Aber ich sage, war der beste Laden, wo wir uns jetzt waren. Digga, hier gibt's sogar Waldo Astoria. Das wusste ich gar nicht. Guck mal, wie das hier nachts aussieht, ne? Ich weiß nicht, ob man das zu Vegas sagt. Ja, ja. Die Stadt, die niemals schläft. Ich glaube, das ist Vegas. Das ist echt so. Es ist jetzt so 22 Uhr gerade. Und man merkt, wie das so langsam alles hier losgeht. Überall Lichter, überall, weiß nicht, Clubs, Casinos, Strip-Clubs, Restaurants, alles mögliche, Bars. So, wir sind jetzt im Club Diaz Las Vegas. Soll ganz gut sein, bin ich aber gespannt. Heute tritt Nio auf live. Der von So Sick? Ja. Die Clubs in Vegas sollten übrigens richtig krank sein. Weil hier war es doch wirklich der Film mitzukommen und ist arsch teuer gewesen. Mein Akku ist leer gegangen zwischenzeitlich. Es ist jetzt fast 4 Uhr. Wir sind komplett am Ende. Ich bin fast 24 Stunden wach. War ein echt anstrengender Tag. Morgen habe ich noch die ganze Zeit Geburtstag in Los Angeles. Wenn ich aufstehe, ist der Tag schon fast zu Ende bei euch. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich konnte logischerweise nicht alles filmen. Ne? Habe auch den Abend ein bisschen genossen. So, ne? Deswegen die Kamera auch nicht immer draußen gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen mitnehmen. Das war safe einer der coolsten Geburtstage, die ich auf jeden Fall hatte, alleine wegen der Story und sowas, war schon wirklich sehr cool. Ich bin euch sehr dankbar, sowas erleben zu dürfen. Ich hoffe, dass ihr mich weiterhin supportet. Lasst wie gesagt ein Abo da auf Insta, auf YouTube und lasst ein Like da. Liebe geht raus, schreibt gerne was Nettes in die Kommentare, pusht immer den Algorithmus und wir sehen uns morgen wieder.